Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Gudomin, a Monstrous Adventure. Ich wollte ja eigentlich die Serpent Road mir dieses Mal näher anschauen, aber ihr könnt es vielleicht sehen, wir haben das Limit erreicht, was Geld angeht. Und auch einige Junk-Stücke gesammelt. Deswegen habe ich mal geschaut, ob es irgendwo noch eine Möglichkeit gibt, ein bisschen Geld zu verbraten, außer dass wir uns eventuell Heilgegenstände kaufen, die aber, ihr seht es hier, auch alle schon auf Maximum sind. Ich hatte ja versehentlich die blaue Urne erhalten, als ich versucht habe, das Laserspielchen zu wiederholen. Und habe dann gesehen, die braucht man für diese Stelle hier. If you wish to pass someone to entertain me. Ich glaube, da fehlt ein Wort, aber egal. Da müssen wir hier die Urne benutzen und wenn wir den Spinathöhlen weiter folgen, sollten wir irgendwo Geld brauchen. Da stand zumindest was davon. Ich habe nicht weiter nachgesehen, wie viel oder wofür es genau ist. Ich habe nur gesehen, bla bla bla, wenn du nicht genug dabei hast, was an der Stelle unwahrscheinlich ist. Und ich dachte mir nur so, ups, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. So, da ist die blaue Urne, in der haben wir Chucky, nee, nicht Chucky. So you are entertained today. If he can't do it, no one can. Also bist du unser Entertainer heute? Wenn er es nicht kann, kann es keiner. Alright guys, ready for my awesome dance. Poco ist da drin gefangen, beziehungsweise die Essenz von Poco, die getanzt hat. Alles klar Leute, bereit für meinen wahnsinnig tollen Tanz? Yes, quite entertaining. Ja, sehr unterhaltsam. See, now open the door please. Siehst du? Also öffne bitte die Türe. Very well. Also, na gut, du darfst durch. Poco ist verwirrt. I don't get it. I'm going home. Ich verstehe es nicht. Ich gehe nach Hause. Perfekt. Und wir können hier rein. In die Tumultus Caverns war es, glaube ich. Meine Motivation, jetzt hier alles zu finden, hält sich ein ganz kleines bisschen in Grenzen. Denn wir könnten zwar eine Goldmedaille sammeln. Aber wozu gerade, nicht wahr? Egal, wir machen natürlich trotzdem alles kaputt. Vermutlich muss ich es aber so oder so nochmal wieder spielen. Das Problem ist nur, ja, ob wir das jetzt wirklich brauchen. Hm, ja, richtig. Bohren wir uns da mal rein. So. Jetzt können wir hier das Ding kaputt machen. Wie gesagt, irgendwie soll man hier wohl Geld ausgeben können. Wir werden dann ja sehen, wie okay, Moment, hier sind. Aua, ich hab da doch... Ich stand da doch gar nicht drin. Na toll. Das hat ein bisschen wehgetan, nur ein bisschen. Ich möchte da oben gerne vorher dieses Ding kaputt machen. Auch wenn wir, ihr seht ja schon, das Maximallimit ist erreicht. Wir können nicht noch mehr Münzen einsammeln, egal wie sehr ich es versuche. Es wäre so schön, es wäre so schön. Ah. Eigentlich könnte ich mich jetzt komplett drauf konzentrieren, einfach. Was sollte denn hier rein? Ah, da können wir... Oh, oh. Ich ahne Schreckliches. Das sieht jetzt aus, als würde da was auf uns zugerollt... Oh, da können wir rein. Auf uns zugerollt kommen und wir müssen uns dann in den Löchern verstecken. Ja, da ist was. Ich gucke erstmal hier weiter um die Ecke. Oh, oh. Oh, oh, Monster in Kugeln. Na toll. Na toll. Okay. Wenn es nur das war, dann war das jetzt nicht so schwierig. Wir gucken aber, bevor wir hier weitergehen, natürlich gleich noch diesen kleinen Berg nach oben. Ich möchte nur alles kaputt machen. Ach ja. Ich habe mir überlegt, ob wir dieses Mal auch... Aber ich habe es ganz ehrlich gesagt vergessen, jetzt die Uhr am PC umzustellen. Damit wir mal das Kimono-Outfit von Parin sehen können. Das gibt's ja auch. Und es wäre natürlich auch ganz schick, sie hier im Kimono herumlaufen zu sehen. So, haben wir noch was zum kaputt machen? Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir hier nach oben. Was, da wartet wieder etwas auf uns? Oh, oh.
schnell, 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 meine kleine Parin. Bin gespannt, was hier passiert. Aua. Ist das einfach nur da, damit ich zurückkomme? Aber. Kann ich den jetzt kaputt machen? Nein. Okay. Dann kann ich jetzt wohl an ihm vorbei. Ne, da wollte ich nicht rein. Kann ich jetzt wohl an ihm vorbei und dahinter wird irgendetwas Hübsches für uns sein? Ich habe übrigens festgestellt, ich habe wirklich kein Talent dafür, die versteckten Schatzkisten in diesem Spiel zu finden. Natürlich können wir nicht mehr tragen. Ich wüsste allerdings immer gern, was wir da nicht weiter tragen können. Das ist immer ein bisschen schade, dass ich da Rätsel raten muss, was wir eventuell verbrauchen könnten. Ich meine, wenn es ein Heilgegenstand wäre, könnte ich den jetzt ja auch einfach nehmen. Also einen essen, entweder ein Stück Schokolade oder ein Törtchen essen oder ein Kekschen und dann einfach den neuen mitnehmen. Aber da ich bedauerlicherweise nicht weiß, was in den Kisten drin ist, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Oh, so viel Geld, dass wir nicht mehr mitnehmen können, das ist ja deprimierend. So soll es auch mal im wirklichen Leben sein, oder? Dass man so viel Geld hat, dass man gar nicht mehr tragen kann. Ich fürchte allerdings, das würde man nur schaffen, wenn man ganz viele 1-Cent-Münzen nimmt. Seien wir ehrlich, das wäre ein bisschen nervig beim Bezahlen. Ich sehe schon, hier gibt es wieder die lustigen Fische. Hier oben könnten wir drauf. Naja, die ziehen einiges ab. Ich weiß theoretisch, wie man sie besiegt. Theoretisch. Praktisch ist es immer etwas schwierig und nervig. Wir schwimmen mal kurz hier rüber. Okay. Ich lasse die Fische einfach mal in Ruhe. Das ist nämlich einfach nur langwierig, die zu besiegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, wunderbar, da hinten ist ein Geschenk für uns erschienen, das ist schön. Wir müssen aber, glaube ich, trotzdem nochmal hier hoch. Also wie gesagt, die Fische zu besiegen ist einfach nur ziemlich langwierig. Und deswegen versuche ich das jetzt gar nicht erst, das würde es einfach nur unnötig in die Länge ziehen. Und da ich den Level sowieso vermutlich nochmal machen muss, darf... ...nochmal machen darf, weil ich ihn eben... mitsamt der Goldmedaille lösen möchte. Schnell. Erspare ich es euch jetzt einfach mal, dass ich das hier mache. Oh nein, 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 komm schon. Ah, verdammt. Na gut. Dann gucken wir erstmal, was in unserem Kistchen hier hinten drin ist. Da müssten wir ja auch irgendwie hinkommen. Eine Platin-Medaille. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon im Spiel gibt. Und bei Großväterchen können wir die ja auch nicht eintauschen. Oh, das ist noch ein Monster. Hoppala. Bei unserem Opi können wir die ja auch nicht eintauschen. Da müssen wir wieder irgendwas anderes finden, wo wir die dann vielleicht brauchen könnten. Was ist denn jetzt los? Dieses Gezischel irritiert mich gerade ein bisschen. Na gut. In der Hoffnung, dass ich diesmal nicht total dubbelig wieder falsch springe. Wäre ja schon ganz nett, wenn ich es schaffen würde, das nicht zu tun. So. Ah, ich hätte gar nicht erst springen sollen. Gut. Na schön, das haben wir geschafft. Eventuell gibt es hier noch versteckte Dinge. Ist hier was Verstecktes? Aus anderen Leveln habe ich gelernt, dass es gerne mal Dinge im Wasser gibt, die verborgen sind. Aber das machen wir ein anderes Mal, beziehungsweise mache ich dann ohne euch. Denn, wie gesagt, Fische. Anstrengend, nervig, langwierig. Und das Suchen nebenbei bemerkt auch. Ich müsste hier... Oh, toll, da ist noch so ein Ding. Ja, aua, das hat wehgetan. Aber auch...
Und da unten. Ah! Da unten steht einer mit einer Kanone. Ist ja nicht nett. Kriegen wir aber auch weg. Gar kein Problem. Ich muss mich aber nicht nochmal draufstellen. Ey, 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 ey! Hier da! Aua, komm da hoch. Sei nicht so feige. Na toll, Level down. Ich und die Kämpfe in diesem Spiel werden keine Freunde mehr. Jetzt komm halt her. Na gut, wir haben ihn erwischt. Ich glaube, die Kristalle. Okay, Feuer ist es schon mal nicht. Vielleicht ist es Eis. Nein, ich habe es mir fast gedacht, dass es Schock sein sollte. Ja, Schock ist es. Die Kristalle dürften fast immer Schock sein. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes... Oh, das ist verwirrend hier. Ich hoffe, man kommt überall hin, von überall her. Ich sehe schon... Okay, da ging ein Level nach oben. Hier kann man sich einen Durchgang bahnen. Denn hier? Da waren Dinge. Gehen wir erstmal hier hin, wo die Fledermäuschen im Weg sind. Waren, meinte ich natürlich. Die waren mal im Weg. Okay. Ist noch ein Kristall? Oh oh. Da möchte ich bestimmt gleich nicht mehr stehen. Kann der wohl zielen hier runter? Weil ich glaube, er kennt nur eins und es ist weit. Okay. Kein Problem, wir kriegen die alle weg. Jeder Feind, der sich uns in den Weg stellt, wird es letztlich bereuen dürfen. Wie komme ich da hin? Mal gucken. Denn natürlich möchte ich das... Ah, vermutlich indem ich mich einfach von hier oben runterfallen lasse an der richtigen Seite. Geht das? Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Ah! Hier oben drüber springen. Geht auch nicht. Wie komme ich da hin? Lasst uns das mal rausfinden. Lasst es uns herausfinden. Hier innen war ich auch noch nicht. Vielleicht ist das der Schlüssel. Hier hinten rum vermutlich. Ach ja, ja, ja. Jawohl, das ist er. Und da mussten wir sowieso hin, wegen dem letzten... Oh, Monsterchen. Was ist? Kleine Monsterchen. Ich hoffe, ihr sucht mich jetzt nicht. Nochmal durch und nochmal. Das hatten wir schon mal in irgendeinem Level, dass wir uns den Weg komplett durchkämpfen durften. Und wie gut, dass wir gegen Gasschaden geschützt sind. Sonst würde es uns hier drin nicht gut gehen mit diesen giftigen Pilzen. Also wenn ich nochmal Geld brauche, weiß ich, in welchen Level ich gehe. Der war bisher schon sehr ertragreich, glaube ich. Oder wäre es gewesen, wenn wir Platz gehabt hätten für Geld? Habe ich aber was gehört. Die sind irgendwo hier unterwegs. Die sind nicht weg. Ich würde die ganz gerne besiegen, bevor wir durch die Türe gehen. Aua. Einer weg. Und der zweite weg. Und bevor wir jetzt weitergehen, wäre mein inniger Wunsch, bitte, bitte, dass ich... Wo ist denn die Treppe, die hier nach oben geführt hat? Da war eine Leiter irgendwo. Da war irgendwo eine Leiter nach da oben. War das nicht mehr hier? Ach, hier. So, und... Ach, nö. Da komme ich nicht hoch, oder? Nein, schade. Ich hätte mich jetzt gerne noch einmal geheilt, bevor wir weitergehen, aber macht nichts. Dann muss es halt so gehen. Dann muss es halt so... Wo war denn das jetzt, wo es rausging?
Da. Auf geht's zum nächsten Abschnitt. Mal gucken, was uns hier erwartet, was uns hier umbringen will. Ich habe übrigens schon ein bisschen Angst vorm Endkampf. Es gibt ja hier Bosse und... Daher nehme ich mal ganz stark an, dass der letzte Gegner auch ein Boss sein dürfte. Und das spielt uns... Oh, da sind... Wie tricky versteckt die sind! Ja gut. Nicht ganz so tricky versteckt, aber man könnte sie... durchaus übersehen, denke ich. Was ist denn... Hä? Ich höre Gegner, aber ich sehe sie nicht. Wie schön. Ich mache jetzt erstmal die Wand kaputt. Oh! Oh, da sind Gegner. Oh, da sind viele Gegner. Das ist aber nicht so schön. Wie komme ich denn dahin? Nee, hier bin ich hergekommen. Dann muss ich jetzt hier hin. Wie komme ich dahin? Okay. Weg gefunden. Hoppala. Tschüss. So. Junk. Junk nehme ich immer gerne entgegen. Gehe ich einmal hier runter, gucken, ob hier noch was ist. Hier stehen ja doch... Oh, oh. Praktisch. Ganz ehrlich, das war jetzt praktisch hier. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn die hier runterfallen. Da kann man sie gut besiegen. Kann ich dich nicht kaputt machen? Bitte, bitte? Okay, kann ich nicht kaputt machen, meinetwegen. Hier die Stufen hoch, da muss ich nicht mehr hin. Hier bin ich hergekommen, ist hier nochmal irgendwas? Nein? Na dann, brauche ich hier gerade nicht. Schrott möchte ich bitte mitnehmen und nicht hier oben natürlich... Haha, ganz viele Urnen. Der Grund, aus dem ich zwar nichts mitnehmen kann und hier trotzdem alle zerstören möchte, ist eigentlich super einfach. Wenn ich weiß, wie viele uns noch fehlen, dann weiß... Oh, da ist ja einer, hoppala. Klar, der ist runtergefallen, da war ja was. Aua. Wie kriege ich euch jetzt weg am besten? Oh. Ich habe da so eine Idee. Aua. Vielleicht müssen wir aber auch einfach... Wären sie aber aggressiv, oder? Ich will nicht... Oh Gott, wie viele sind das denn hier an Gegnern? Runtergefallen. Und das hat uns so viel Leben gekostet gerade. Na gut. Aber der ist immerhin schon mal... Na, kommt schon. Oh. Ich weiß, ich muss auf mein Leben langsam achten. Das heißt eigentlich nicht nur langsam, ich müsste drauf achten.
war Glück. Puh. Entschuldigung, wenn ich immer wieder still bin zwischendurch, ne? Ihr kennt das ja, konzentrieren und so. Oh, Gott sei Dank, wir haben es durchgeschafft. Yay! Okay, das war gar nicht so schlecht. Außer, dass es schlecht war. Wir haben unglaublich viele Gegner ausgelassen und... Oh, wow. 8 Gegner ausgelassen, aber dafür alle Kisten und alles gefunden. Das ist gut. Also sind es vermutlich nur die 4 Fische gewesen. Und wo haben wir denn noch Gegner übersehen? Wir haben ja hier im Grunde alle... Waren das so viele Fische? Naja, egal. Wir könnten jetzt... Nein, wir könnten noch nicht weiter. Wir müssen erst den Regenschirm abgeben. Oder den Regenschirmständer, den wir da gefunden haben. Zumindest sah das Ding arg nach Regenschirmständer aus. Dafür gehen wir wie immer hier hinein. Wem könnte der wohl gehören? Ach, vielleicht ihm. Er sieht aus, als würde er Regenschirme benutzen. Na, Pierre? Bonjour, Mademoiselle. Als ich im Gefängnis der Phantome war, aber das interessiert dich nicht, denn du willst nur deine Regenschirme abgeben. Rocco, vielleicht? Brauchst du Regenschirme? Nee. Okay, es gehört auch nicht. Vielleicht Chucky? Hast du Regenschirme? Oh, mein Regenschirmständer. Ich habe es von den Phantomen zurückgeholt. Yay! Jetzt habe ich einen Platz, an den ich all meine nassen Regenschirme stellen kann. Danke, dass du ihn für mich gefunden hast. Danke, Parin. Wir haben Chucky also seinen Regenbogenständer, genau, einen Regenbogenständer. Seinen Regenschirmständer natürlich wiedergegeben. Yay! Und dann gucken wir mal, was er jetzt öffnet für uns. Okay, gut. Es geht bei den Höhlen weiter. Sehr, sehr schön. Danke. Jetzt wird mich der Regen nicht mehr kalt erwischen. Yay! Das ist sehr schön. Unser Leben ist zum Glück wieder aufgefüllt. Wir gehen nicht in die Stadt. Ich möchte lieber nach draußen gehen. Ich wollte nämlich eben gucken, die Serpent Road. Wo war die denn? Wo war die Serpent Road? Hier. Die Serpent Road müsste inzwischen nämlich hier. Alle Fackeln brennen. Ich habe es geschafft. Und da hinten könnten wir durch. Aber wie gesagt, ich glaube... Wenn wir weiter in die Höhle hinten gehen, dann müsste ich eine Möglichkeit bekommen, ein bisschen Gold loszuwerden. Ne, das war die falsche Höhle. Hoppala. Gucken wir uns mal an, was da auf uns wartet. Inzwischen bereue ich auch, dass ich unsere Silbermedaillen eingetauscht habe, denn die haben uns auch Geld gebracht, was wir jetzt gar nicht gebraucht hätten. Aber fast 700 Schrottstücke, das ist sehr schön. Die Shadow Grotto, also die Schattengrotte. Aber da kümmern wir uns erst nächstes Mal drum. Ich gehe mal wieder auf die Weltkarte raus, denn ich werde ja sowieso noch Dinge wiederholen. Ich bedanke mich jetzt. Ich glaube, die Folge ist relativ überschaubar geworden von der Länge her, aber ist auch mal schön zwischendurch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei werdet, wenn wir dann hoffentlich uns auf den Weg zu einem ersten Outfit machen. Denn... Wobei, nein, ich glaube, letztes Mal haben wir eine Monsterkopfbedeckung rausgefrickt. Aber vielleicht finden wir diesmal ja wieder eine Kopfbedeckung für uns. Und dann könnten wir auch wieder ganz gemütlich ein paar Schrottstücke ausgeben. Ideal wäre es natürlich, wenn wir alle Goldmedaillen irgendwann hätten, damit wir uns diese letzte Kopfbedeckung, diese Haarknödelchen, diese Haarknotenteile holen könnten. Aber das werden wir sehen, ob und wann wir das vielleicht schaffen. Ich weiß, dass man am Schluss fürs Durchspielen des Spiels ein Kostümchen bekommt, abhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad man gewählt hat, beziehungsweise dann, wenn man ein neues Spiel startet. Aber man müsste theoretisch auch zwischendurch ein Kostüm irgendwann bekommen können. Nicht nur eine Kopfbedeckung, sondern auch tatsächlich ein Kostüm. Und das nicht nur, wenn man zufällig gerade zu Neujahr oder Weihnachten spielt, denn das sind temporäre Kostüme. Temporär in dem Sinne, dass man sie nur in der bestimmten Zeit des Jahres hat. Sobald, ich glaube, der 7. Januar vorbei ist, verschwindet zum Beispiel das Kimono-Outfit wieder. Was sehr schade ist, sonst hätte ich es uns ein wenig ercheatet, indem ich die Uhr umgestellt hätte und es dann einfach behalten. Na gut, jedenfalls danke fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin, macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Bye, bye.